Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Space Engineers. Wie immer mit dabei unser Smoker. Servus. Und der Roro. Ja, hi. Und die Klassina. Hi, Leute. Mit dem glasierten Arsch. Schnauze. Der ist glasiert? Ja, was denkst du, warum der so glänzt? Der ist jetzt poliert. Glasiert und poliert, ja. Was? Mit meiner Politur. Deine Politur. Und du fickst hier. Was hast du gemacht? Das erkläre ich dir mal offline. Okay. Da haben wir keine Träger mehr. Ich habe noch Träger einsteckt. Na doch, Glasina und ist doch hier Praktikant. Ich habe keine Träger, ich habe gerade nur Stahlplatten. Du bist doch Praktikant, da musst du doch tragen. Bist du doch Träger. So. Das Ding ist auch fertig hier. Kleinen Stahlrohre gehen langsam aus. Wie setzt dann bauen neue. Ach, hier hinten brauche ich so einen Knick. Oder was? Kann das sein? Ein Knick? Nicht kein Fick, ein Knick. In der Optik? Ich kann doch hier nichts reinsetzen. Der Optik. Den hat er schon. Ich kann doch hier nichts rein. Den hat er schon immer. Mann, wie geht denn das? Was denn? Was denn? Mit dem Knick in der Optik? Das können wir dir ja auch nicht verraten. Ich will doch einfach nur was hier reinsetzen. Wo rein? Wo denn? Hier, naja, hier noch so ein Ding reinsetzen. So ein Förder. Naja, Muss erstmal ein Blueprint gesetzt werden, ne? Der Blueprint? Hä? Hier ist doch schon ein Block, und zwar das Förderband. Da brauchst du noch interne Panzerung. Und dann ist der Block fertig. Ach, Alter, Mann. So, interne Panzerung. Wir sind dann musst du noch ganz weit hier hinten einsetzen. Oder noch ein paar. Wenn du so fleißig schon dabei bist. Steh schon. Ja. Hier gehen noch eine Menge Material drauf hier hinten. Ja. Herzlich willkommen beim Flugsimulator. 2012? Ja. Ja, wir durften das Spiel eher spielen. Überall durchgegangen zu sein. Panzerblätter, wo sind die Panzerblätter? Hier. 59. Reichen die? Nee, gell? Niemals. Oh, so, der Weg nach hinten ist jetzt auch fertig. Man kann eindeutig zu wenig mitnehmen. Ich tu mal einen Bohrer raus. Kannst zu wenig mitnehmen. Schleifgerät. Alles raus. Ja, wir sind hier auf Baustelle. Vielleicht sollst du die Bierkästen aus dem Inventar holen. Ach, daran liegt das. Ich hab mich schon gewundert. So, ab durch die Mitte geht's wieder rüber. Zwei Blöcke schweißen und dann geht's wieder rüber. So. Läuft bei dir. Klar, easy going. Ach, brems, brems! Oh, spätestens an der Wand bleibst du stehen. Also so, Fenster einzubauen. Mir ist doch drin. Ja, blau. Das ist Force Field. Kannst du durchlaufen. Force Field ist kein Fenster. Ja. Lernen du noch viel musst. Du Sprachfehler von Meister Yoda abgeguckt, hä? Mindestens. Ja, eher der Jar Jar Binksens-Fan. Boah, der fetzt auch. Ich spiel jetzt nicht so der Star Wars-Fan, aber ich guck's doch gerne einmal. Puh, also bei den Sauerstofftanks. Also so jetzt der ganz neue Star Wars-Film, der ja gut, der ist da, aber.
dass ich denen jetzt unbedingt sagen musste, ich muss mit denen unbedingt jetzt angucken im Kino, war jetzt nicht. Es gibt einen neuen Star Wars Film. Na ja, gut, ja. So neu ist er jetzt auch nicht mehr, aber. Der letzte, der erschienen war, war der 7. oder so. Ich bin da echt mehr so der Stargate-Typ. SG-1. Ich bin der absolute Fan von Voyager. Ah, SG-1 war noch geil. Obwohl die anderen ja auch was hatten. Oder Babylon 5. Babylon 5 sagt nur was. Ist der Raum eigentlich ein bisschen schief? Weil wenn ich hier stehe, ist das irgendwie schräg. Oder guck schief. Habe ich das letzte Mal schon gesagt. Optische Täuschung. Ach. Wenn ich mich umdrehe, ist genau auf der anderen Seite. Also. Das liegt an den Bergen. Geht bergauf, oder was? Ja, freilich. Also ist ja alles eben dort gemacht worden. Also von daher kann der Raum ja nicht schief sein. Haben wir denn hier noch irgendwas in der Petra drinne? Wird das dorthin vielleicht mit der Petra schweißen können? Meinst du, die... Das sieht schlecht aus. Was wollten ihr schweißen? Na, die ganzen Lufttanks. Nee, da ist... Hier ist es nur, glaube ich, nur noch Stahlplatten und Panzerglas. Was brauchen die denn überhaupt? Material. Stahlplattenherstellungskomponente, Computer, 8 Stück. Große Stahlrohre vor allem. Und die wiegen? Klein, Stahlrohr also klein. Panzerplatten sind, wären cool und Träger. Wo bist denn du? Da drüben. Auch hier unten rum. Ich bin zu Hause vom PC und du? Auch. Soll ich dir mal Nimmst was... Du auch gerade auf? Soll ich... Ja. Echt? Ich verrate euch aber nicht, was für ein Spiel. So. Wollen wir zusammen aufnehmen? Hey, es wäre vielleicht mal ein Ding. Was wolltest du? Träger. Panzerplatten und Träger für die Treppen. Weil sich ja keiner von euch drum kümmern will, dass die Treppen manchmal nicht funktionieren. Panzerplatten, also Platten habe ich das, nicht mehr. Das habe ich als ein Inventar schon drin. Ja. Das komische Schiff könnte man mal aufsetzen, dann braucht man sich nämlich nicht immer so lang machen. Dann setzt es doch auf. Wirklich, dass ich fliege. Roho, setzt du das Ding mal lieber. Warum? Ich habe gesehen, wie Glasina fliegt. Gut, da wird der Himmel Angst. Welches Ding? Welches Schiff überhaupt? Es sitzt. Der hinten das? Hier. Ach, du warst ja schon da. Ich hab's gelandet. Wunderbar. Okay. So, was für Treppen? Die Treppen in dem Gebäude, wo wir gerade die ganze Zeit dran arbeiten. Alle? Da hab ich gar nichts, Alter. Stark. Kleine hab ich nicht, ne. Und interne oder noch? Träger hab ich gerade rein, ne? Ins Schiff. Ja, hab ich gerade alle raus, guck aber ich glaube nicht, dass sie damit weit kommen. Aber danke fürs Mitbringen. Gucken, ob sich die Träger verändern, die Treppen verändern, wenn Träger drin sind. So, ich guck gerade mal nach. Oh. Was? Wo kann man denn hier produktionsmäßig was machen? Na, du gehst irgendwie an den Cargo-Container, drückst da. Müsste bei dir K sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. F. Ja, müsste. Und dann hast du irgendwo Produktion. Ah, da guck mal. Da kannst du verschiedenes Zeug erstellen. Musst nur gucken, dass du da nie auf Demontieren gehst. Ja. Weil die sind manchmal noch auf Demontieren eingestellt, wenn wir da irgendwas demontiert haben. Tja, hier kann man ja so gut wie gar nichts herstellen. Aber bei uns in der Station jetzt. Achso, ich bin in der Titan. Ja, Titan hat ja kaum noch was drin. Also da lohnt sich's echt, wenn du jetzt hier in die Fabrik reingehst, das rote Gebäude. Eingang ist unter der Treppe.
Was war's? Kleine Stahlrohre, ja? Ja, Stahlrohre und Träger. Aber Träger müssten vielleicht reichen für die beiden Treppen. Ja, was nur vielleicht oder reichen? Eventuell. Genau, eventuell. Ja, du musst dich schon entscheiden. Denke schon. Zur Not muss ich halt laufen. Okay, kleine Stahlrohre habe ich. Roh, das Bremsmanöver von Petra, das ist noch nicht ja, so ganz optimal. Ja, hast du es vollgepackt? Nein. Okay, du hast es voll, dann ist es normal. Ey, ich hab dir die voll geknallt. Ich schwöre. Ja, wieso glaube ich dir das nicht? Ja, da. Das kann ich dir auch nicht verraten, Rojo. Warum vertraust du mir nicht? Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ah. Soll ich mal nachschauen? Brauchst du nicht unbedingt. So, hier kann man ja auch nicht herstellen. Muss ich das alles ins Inventar rein tun und kann das dann erst herstellen, oder? Ja, ne? Ne, das bleibt ja alles in der Station. Du brauchst ja da nur ran und dann auf Produktion gehen. Alles rot. Braucht einer noch weiter kleine Rohre? Weiß nicht, was er hier gerade macht, aber irgendwie versucht er mir hier zu helfen. Wer? Wo? Ich brauche nur einen interne. Nee, der Rohre. Der Wer ist der Wein von den roten Fröschen? Frösche? Boah, ey, mein Stuhl, der nervt gerade. Der spielt gerade schon wieder Vorstuhl. Na dann. Es sitzt da, bist am Quatschen, auf einmal sagst du schnell ab, dann mal wieder so ein bisschen in Zeitlupe. In irgendeinem Krankenhaus. Fahrstuhl nämlich auch manchmal so. Tja. Nee, Roro, die Petra, die ist echt so gut wie leer. Musst du reingucken. Es ist alles leer. Ich kann hier drinnen auch nichts machen. Moment. Also, ich bin doch an dem richtigen Ding hier. Wenn man reinkommt, gleich. Wo so ein. Naja, freilich. Ich bin unterwegs. Produktion, nee, alles rot. Verfügbar? Null. Alles null. Hast du angeklickt? Ja, ich habe meine Stahlplatte angeklickt, ist alles rot. Also man kann nichts. Also die ist jetzt in der Produktionswarteschlange. Wo jetzt? Bei der Titan? Nee, ich bin jetzt drüben im roten Gebäude. Boah, ey, das Ding bremst doch noch schlimmer als ein Panzer. Wir müssten mal noch eine Antenne bauen, ja, echt. Für was? Wo? Für die Base. Kommt ja noch. Ja, ich wollte gerade mal schauen, aber ja, keine Antenne da. Ja, können wir ja gleich mal machen. Ich hab da nämlich schon so eine Idee gehabt, wo wir die hinsetzen können. Ja, dann setz doch. Erstmal muss ich zum Ostwind, der braucht ja Hilfe. Das hat Material und da. Und wenn ich's nicht hinkriege, dann schicke ich dich hin, Roro. Ich bin doch schon da. Hey. Party! Du fällst hier drinnen gar nicht auf, weißt du das? Nicht. So, jetzt schaue ich mal. Assembler 8. Warte mal, ich schaue mal. Assembler 8 ist voll mit Kies. Okay. Ah, deswegen. Ja. Deswegen konntest du nichts herstellen. Fang so, an, eine Kieskuhle zu bauen. Jetzt stell da her. Assembler 7 voll mit Kies. Ja, wenn okay. Die nämlich voll sind und die zu blöd sind, das mal weiterzuschieben, kannst du nichts herstellen. Schön. Bist du denn jetzt, warum ist denn die Petra jetzt da hinten? Warum wurde denn nicht gepetzt? Bleib mal hier, die macht mir Angst. War extra die Tür zu. Hier findet sie uns nicht. Wir lassen die arbeiten und können erstmal 10 Kästen. Bisschen auf der Baustelle, so muss das doch.
Stimmt, die ganzen Hydrogendinger müssen wir mal noch auf Waffeln machen. Hydrogentank. Vorrat an. Sind ja auch Hydrogenput jetzt schon? Nein. Die sind alle noch auf der Titan. Aber wir sind am Folgenende. Oh, ja. Jetzt aber wieder mal schnell. So. Ja, wir versuchen uns ja noch an die 15 Minuten zu halten. 15? Ich dachte, was von 20? Da vorne sind es fast 30, also. Ja, ja, schwierig. Ja, okay. Irgendwo muss man ja mal eine kleine Bremse reinhauen. Ja, ne? Meine Damen und Herren, es war mal wieder genial mit euch. Würde ich mal so sagen. Ja, fand ich auch, vor allem der Smokehound, der ist mir sehr sympathisch. Kenne ich nicht. Ich fand den Roro sehr sympathisch. Also der Ostwind, das ist ja ein ganz heißer Typ. Wer ist denn das? So, ich gehe in die Ecke, mich schämen. Ich guck dir beim Schämen zu. Okay, so. Ja, machst du ordentlich. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, auch bei dem Smoker LP auf dem Channel. Und wenn ihr uns natürlich weiter verfolgen wollt, dann lasst doch auch mein Abo da. Wir bedanken uns, der Smoker LP, die Glasina, der Roro und der Ausbind. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo.